Herzlich willkommen zu einer heutigen Folge hier bei 7DCD. Wir sprachen, wir suchen jetzt weiter im Haus nach brauchbaren Sachen. Und dann schauen wir Nachbarhaus. Ob ich hier noch was Brauchbares finde, das weiß ich nicht. Mal überraschen lassen, ne? Großen und Ganzen. Ja, Müll kann man nicht sagen, aber halt nichts Außergewöhnliches, ne? Hier draußen ist sauber der Regen. Ich bin durstig. Was für ein doofes Ding. Trink mal hier roten Tee. Durstig, ist noch gar nicht gewesen, ne? Gleich zwei Dinge hinterher, das ist ja gleich gestillt. So. Die haben schon mal geguckt, glaube ich. Oder nicht? Na? Aber leer. Naja, gut. Ich habe schon schlechteres gefunden, ne? Aber Keller. Keller in dem Sinne ist hier nicht. Da kommen wir nicht da. Waren wir schon. Oder? Ah ja. Kamin. Auch nix. Auch nix. Hier auch nix. Aber Keller ist hier wahrscheinlich nicht. Leer, leer. 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 Ja, hier waren wir schon gewesen. Ja, Glas ist auch wichtig, ne? So, dann gehen wir kurz ins Nachbarhaus. Also, hier war nichts mehr zu holen. Und da waren wir schon drin. Das heißt, hier. Da waren wir schon. Dann fahren wir rüber, ne? Das heißt, ich bin nass. So, dann können wir beim nächsten Mal uns die große Sau anschauen. Ne? Also die muss man gleich erledigen, ne? Also hier ist Baustelle, also jetzt suche ich mal einen leichten Weg rein, ne? Hier der Haupteingang ist ja ein bisschen zugebaut hier. Hier sind überall Ziegel davor. Was soll denn das? Mische? Bruchsaat. Schlechter Arm ein. Typisch. Nur nachladen. So. Mal sehen. Lampen abbauen. Abbauen. Naja, logisch, ne? Bauarbeiter, ne? Teppich. Oh, bin ich erschrocken. Wieso kannst du nicht wie normale Menschen anklopfen und sagen, ich bin da? Messing. Ich brauche Messing. Ich kann auch nicht Honig stehen lassen.
Kein Bier. Oder für Maurer. So. Die Lampe interessiert mich schon. Naja, so viel gab es ja nicht, ne? Wer macht denn sowas? Das war ein schneller Maurer. Langsam Maurer. Tür. Küche haben wir schon hier. Keller. Oh. Halt doch mal still. Mann, muss so erschrecken. Pistole muss repariert werden. Mensch. Doch nicht jetzt im Kampf. So. Feder. Was haben die hier gemacht? Gepennt, wa? Na gut. So. Hier geht's los. Also ich teste nochmal. Ich habe hier zwei, ich sag mal ganz vorsichtig. Oh, doch. Geht doch. Oh, je. Das macht Sinn. Verschlossen? Puh, das sieht haha hart. 7000. Wieso ist die verschlossen? So, da oben kommt was. Passt ein bisschen auf, ne? Alles gestanden, eh nichts. Waffe ist auf 4, auf 3, immer 5, wenn wir gleich nehmen, Maschinengewehr. Das Beste, ne? Und krieg draußen Besuch, also da will jemand rein.
Junge, Junge, mach Treppe kaputt hier. Wir gehen nicht mal raus hier. Oder mit Schwierigkeiten, ne? Damit man hier nicht in Ruhe arbeiten kann. Noch mehr? Ich will hier rein. Gucken. Tipp Munition. Und Vermögen. Nehmen beides. Auch Munition. Vermögen sicherlich auch. Ein paar Goldnuggets oder sowas. Wo ist hier das Schwarzgeld vom Bau drinne? Schau mal rein. Na ja, gut. Eisenstiefel. Hier für unser Magnum-Gewehr, ne? Können wir zerlegen. Eisenschienen. Munition. Jagdgewehr, ne, Pappgun. Ah. Oh, Pappgun. Mal gucken, wie es funktioniert, ne? Ob die 4. Neues Gewehr. So, das hätten wir auch schon mal durchguckt. Die Tür, Messing. Das können wir nicht hier lassen. Ich schleppe hier immer noch Holz mit. Ich trottel. Ja, dann haben wir 5er. Das passt. Dann haben wir 4er, können wir dann verkaufen. Oh, noch einmal. Was ist denn hier? Ich will die Tür haben, vor allen Dingen das Messing. Ach so. Schläft der Arm ein. So. Geländer wird erhalten, ne? Das ist nicht schlecht. So. Küche mal gucken. Und da ist garantiert auch ein bisschen bei. Das heißt, ganz kurz mal gleich mal testen. Wo haben wir noch ein Stück? Bewegungssensor. Da müssen wir mal gucken, wie es funktioniert. Aber ich denke mal, dass wenn wir irgendwann mal Strom haben, verarbeiten können. So. Das ist hier nichts gut. Rüstung. Oh, wo ist der Scheißteil? Hat da. Ne. Da oben muss doch drin sein, Messing oder sowas. Hm. Ah, mein Tool. Okay. Nicht so wie ich dachte. Ist kalt. Es ist frostig. Oh, Koffer. Leer. Oh, ja, okay. Kriegen wir noch mit. Gammeliges Fleisch. Nein, danke. Eine Tür überladen. Na gut, zwei Häuser. Wo hat der sich dann reingeprügelt? Gehen wir hier raus, wa? Hier ist Tür mit Messing. Ah.
Mir ist nicht kalt, ich fühle mich. Oh, das ist noch härter. Das ist noch härter. Wo kommt der andere denn rein? Der muss ja irgendwo. Der hat ja richtig Lärm gemacht. Hier. Leberpflanze. So, wir werden mal zurückfahren. Unser geliebtes Heim. Wenn wir die Autos noch zerlegen, haben wir lang nicht. Na, bringt nichts, die sind voll. Da verschmeißen sie hier weg. Ist weggeflogen? Messing? Ich kann nicht teilen, na gut, das muss man verzichten. Das geht noch zur Not, aber wenn Messing verloren geht, ein Kühler oder so, dann ist es äußerst ärgerlich. So, wir fahren zurück. Und es ist kalt. Da ist unser Symbol, aber das ist auch nichts, wir sind voll. Sonst wäre das sicherlich einmal frei, aber ich kriege nichts mehr mit. Gepäck ist voll beim Moped. Und gut, dann haben wir die Häuser hier erledigt. Immer mein Gewehr zieht, mal testen. So. Neue Zielfernrohr. Na gut, wenn das immer still bleiben würde, ne? So. Oh, ja. Wird sauberer hier. Nehmen wir an, dass auch dessen mal Dings durchgeschmolzen, unser Eisen. Und dann können wir unsere Gitter aufwerten noch. Munition her noch herstellen gleich. Dass wir dann zur Blutmondnacht Munition haben. Dann heißt es, wir können aufwerten bei mir zu Hause, im Betonteil aufwerten. Dass wir da bisschen XP bekommen. Die Wintereinbruch, so kalt ist hier. Und dann müsste ich mal in die Wüste fahren, einen Berg, mal einen Berg einfach mal erkunden. Da soll es mir auch Gold geben und Silbernuggets. Also wird sich auch mal rentieren, ne? Aber wie gesagt, soll, ne? Ich muss sehen, dass wir immer unsere Hütte immer sicher kriegen. Ich hoffe, ich vergesse da nichts, also übersehe da nichts, das war nicht vergessen nachher. Das ist äußerst, blöd, wenn wir da wieder mal sterben müssten, ne? Ups. Wir haben die Häuser auch erledigt. Dann mal ganz kurz gucken an der Karte. Das sind diese Häuser. Da gibt es noch 8 so da in der Nähe. Also die haben wir jetzt erledigt. Das ist auch noch so ein Ding. Ja, gut, dann waren wir hier noch nicht, ne? Aber Eisfüße an sich
wollte ich eigentlich nicht. Die war irgendwie relativ, glaube ich. Ging es nicht weiter. Und dann die ganze Ecke war noch nicht gewesen. Also ist noch sehr, sehr viel zu erkunden. Ich habe immer zu erfüllen, Missionen oder sowas. Ja, und hier gibt es noch etliche Gebäude, die wir auch noch rein könnten. Aber schauen wir nach und nach. Ne? Irgendwann werden wir alles erforscht haben. Wie gesagt, wenn du alleine bist, dann hast du. Ja, dann baust du halt, ne? Alleine, ne? Und wenn du zu zweit bauen kannst, allein bei der Rohstoffgewinnung, spart schon viel Zeit ein. Ne? So, in wieder Richtung. Heimat kann man sagen, ne? Gelben Tee wollten wir gucken, obwohl die sind nicht voll. Voll und voll, ne? Ja, da können wir noch Dinge aufbauen, nehmen die Eisendinge außen. Aber ich muss sehen, ob wir reinkommen, ne? Die können auch mit dem Mobo da rauffahren, ne? Ja, wenn das nicht wäre, ne? Wenn das nicht wäre, ja gut, okay. Ja, ne, also hier später soll es ja so sein, dass sie hier unten gezwungen werden, praktisch. Ja, rumzulaufen, ne? Hier unten ist ja kein Keller, das ist das Gute, das ist da vorne, das sind da doppelt, ne? Dann falls sie doch mal überlegen, wenn Keller einzudringen, ist es ungünstig. Auch noch lange Tür ins Gesicht, ne? Ja, hier hat es ganz gut geklappt vom letzten Mal, bis auf, dass die Flucht nach oben schief ging, ne? Weil ich da den Leiter auch gehört habe, hatte. Seht mal gleich wegreisen. Und das ist nicht besser, wenn es weg ist. Dazu muss man ganz kurz was umdisponieren. Ne, das ist hier. Das ist zu gefährlich. Das können wir ja lassen. Und das werden wir gleich mal einschmelzen. So. Und zwar Holz. Noch eine Stunde Material einbringen, ne? Ungefähr. Und dann Messing rein und Rest Eisen. Messing. Und den Rest Eisen. So, dann können wir bauen. So. Das dauert zu lange. Dann müssen wir mal einschmelzen, aber dann können wir den Messing herstellen, vor allem Patronenhülsen. So. Gehen wir ganz kurz hier rein. Honig nehmen an. Machen wir die Nahrung erstmal zuerst, ne? Honig. Dann
Wasserkrugen leeren. Schiene. Saft. Der macht hier. So. Wasserflasche. Das können wir hier lassen. Das können wir auch hier lassen. Da, da, da. Zerlegen. Zerlegen. So. Überwerfen. Ja, Maschinengewehr, man ist ja alles schön gut, ne? Aber ich hab denn zu viel. Das Zeug noch mal drinnen, woanders hin. Nägel. Rohre? Nö. Die wollen hier irgendwo. Ja, warm. Säure. Kunststoff. Schläft der rechte Arm ein. Messing. Okay. Okay. 10 Schuss. Mal gucken, ob ich jetzt keins hier. Haut mal hier rein. Was ist woanders? Kleber. Sand. Dann legen wir jetzt mal hier zu. Nitrat zur Kohle. Blei zum Blei. Wasser. Säure haben wir auch irgendwo gehabt. Bewegungssensor haben wir hier auch mal rein. So wird mir garantiert. Kennen wir da am besten. Das werden wir einschmelzen. Und Öl. Zack und zack und das ist schon ganz gut hier, ne? Dann werden wir jetzt gleich noch Lehm einschmelzen hier. Können wir sortieren. Schauen wir, ob wir noch Zement haben. Dann können wir Beton herstellen. Ne? Zement war drüben. Im Ofen. Ja. Werden wir garantiert brauchen. Und hier geht aktuell nichts. Wir haben noch was da. Lehm. Aber weiter nichts, ne? Jetzt haben wir aber schön viel Zement. Mal schauen, ob ich auch genug Rohstoffe habe. Das heißt, das schmelzen wir ein. Nebenan. Das werden wir sicherlich brauchen, irgendwie. Eisen, Steine. Das haben wir nebenan. Federn. Öl, Dings, dat. Reifen, Federn. Na gut, Beton. Beton machen, Beton. Steine. Bruchsand. Brauchen wir noch mehr Steine? Lehm zum Einschmelzen. Da sind die Teile. Wir haben noch mehr Steine. Und noch mehr Bruchsand. Und Zement. Müsste man mal richtig Schwung zusammenkriegen jetzt hier.
zwar 5000. Und dann mal los, ne? Also 5000, dann gehen bloß 6000 rein, ne? Aber jetzt gehen 6000 rein. Hier schmeißen wir 6000 Leben ein. Läuft ja eh. So. Und auch mal auf Steine rein, mal, ne? Und hier haben wir jetzt noch Holz rein. Auch noch mehr zu schmelzen da, ne? Wow, Steine. Diese. Mal ein bisschen Sand, weil da kann man mit dem Glas herstellen, ne? So. Aktuell weiß man nicht wofür, aber ich muss finden. So, Eisen. Ich wollte noch was aufwerten. Das heißt, Eisen. So, dann brauchen wir unsere Nagelpistole. Und gleich mal Abgang raus. So, das Zeug nehmen wir auch raus. Wir brauchen nur noch ein Werkzeug. So. Dann nehmen wir hier von auch mal 1000 mit. Falls wir das aufwerten wollen. Nägel können wir rausnehmen. So, aufwerten. So. Pistole. Hier ist gefährlich, du. Wie gesagt, wenn sie von drüben kommen, dass sie mir nicht hier gleich wieder ins Haus fallen, ne? Das ist äußerst ungünstig. So, hier, wenn wir gleich mal mit Beton machen, aufwerten auf 5000. Der äußerst blöd. Und da müsste alter Boden sein. Das Geschoss für. Und hier ist die Schräge irgendwie. Und glaubt der schon wieder beschädigt, ne? Ja, du kannst immer kreuzweise. Ich hab zu tun. Kann man nicht um die beschäftigen. Denn die hätte so eine Falle rein, denke ich mal. Und dann ist es eh am Bein, ne? Mist, wieder alle. Haben eingeschlafen. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Wir haben es ein bisschen was geschafft. Abgesichert ist es jetzt halbwegs. Ne? Also hoffen wir, dass keiner jetzt von da rüberspringen kann. So, und ja. Ansonsten auch mal das Beste, ne? Dann hier sollen sie hier hochquälen, ne? Und hier sollten sie nicht überspringen können. Das war mein Gedanke gewesen, hier das bauen. Und dann hier kommen sie eh in eine Falle rein, auf jeden Fall. Und muss ich hier noch ein bisschen was aufwerten bzw. reparieren.
Er hat sich überleben schreien hier. So. Ja, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Zuschauen. Dann sag mal Tschüss und mir gewinkt. Ciao, ciao. Ja, man sieht uns nicht dann vielleicht wieder zur nächsten Folge. Hoffe jedenfalls, ne? Schreibt doch mal rein, was ihr so Anregungen habt, Tipps und Ratschläge, ne? Einfach so mal pauschal, ne? Ihr würdet sicherlich was finden, was ich noch verwerten könnte als Tipp, was ich verbessern muss, ne? Ja, dann sagt mal Tschüss und Ciao, ciao. Bis dann, ne? Tschüss.